Ja, gegnerisches Ritual fehlgeschlagen, Hexo. Das ist natürlich blöd für dich. Also minus 24 Führerschaft ist echt nicht verkehrt. Okay. Mach's gut. Hab noch nicht mal einen mitgenommen. Armer Ratte. Aber immerhin kriegen wir eine Nahrung mehr. Wir dürften das Ritual beginnen. Nehme ich ja, der geht da oben voll durch. Das gefällt den Orks bestimmt gut. Libaras belagert die Vampirküste. Oh, ich weiß jetzt schon, in der neu im neuen DLC wird Libaras knackig. Nagani. All inferior weak to me. Hatte mich ja seine Weide. Was? Oh, ist doch nicht dein Ernst. Warum machst du das denn? Naja. Nö, Schatzkammer. Feind im Kampf getötet, Fraktion vernichtet. Ja, das ist, weil Nagaron das Ritual gemacht hat. Ja, du bleibst hier drinne. Euch geht's relativ gut. Würde ich sagen, gehen wir nochmal rein. Macht dir so viel Spaß. Dann werden wir ihn, denke ich mal, auch hier an der Stelle das letzte Ding dann klauen. Wirklich Giftattacken. Ich auch ganz schick. Reichweite für Artillerie. Kann man machen. Rang 15. Aktionsstärke. Rang 16. Ist halt immer erhöhte Reichweite oder eher Führerschaft, ne? Damit mehr Leute den Perk abkriegen. Das ist das halt jedes Mal. Ja, dann kommst du bitte einmal hier Richtung Süden. Ich meine, null Garnison. Vierer Armee. Muss noch nicht lange darüber reden. Das wird jetzt relativ fix gehen. Du hier ruhig mal das Wachstum. Dich kannst du einmal ausbauen lassen. Sieht soweit hier auch gut aus. Ist teuer für 6000, aber was wir haben, haben wir. Gut. Achso, genau. Wie sieht's denn aus? Ritual. Haben wir jetzt hier. 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 Okay. Müssen wir uns auch vorbereiten. Das wird auf jeden Fall von der See kommen. Gehe ich mal stark davon aus.
Das gibt's doch nicht, ey. Was gibt's denn nicht? Ach. Alles klar, dass er sich jetzt zurückzieht, ne? Rang 15. Blattstreitwagen, Kampftraining, hat auf jeden Fall einen Helden dabei, den Gruftprinzen. Rang 12. Was ist denn mit? Was gibt's doch nicht? Boah, die Pachas steht um mit drei Armeen. Jo, Raketenstiefel brauchen wir jetzt nicht. Das heißt, Bonuserfahrung für Rell. Technologie erfolgreich. Das ist sehr gut. Nehmen wir das letzte mit, ne? Waffenstärke, solchen Katapulte, Rüstung, Warplets, Kanonen, ja, Geschossschaden. Das ist gut. So, du bist ja ziemlich safe. Ihr seid safe, 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 safe. Sieht soweit ganz gut aus. Du hast noch ein Level Up. Dann gehst mal eben kurz hier rein. Ich denke mal nicht, dass wir irgendwas verlieren. Und dann zwingen wir ihn mal dazu, dass er uns angreifen muss. I am greatest warlord. Yes, yes. Bronzespalter, Warpstein aus allen Gebäuden, Fraktion 2. Das klingt gut. Kannst du das machen? Das ist interessant. Wer kann das denn mitnehmen? Fürschaft im Kampf gegen Zwerge brauchen wir nicht. Verstärkungsrate kannst du mitnehmen, aber du hast das auch nicht. Konnte der Assa mitnehmen? Great victory. Tell town the clans. Wahrscheinlich wirklich nur ein Kommandant, ja? Knows I dominate. Too weak to betray. Hm. Naja, gut. Ah, jetzt bekommt er Verschleiß. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Verbessert sich auf 134. Das ist doch nett, Camry. Ja, irgendwas müssen sie ja machen, ne? Jetzt gehen sie wieder laufen und plündern. Och jo. Denn da unten? Da unten? What do you mean mit da unten? Nein, wirklich. Schon drei Runden? Eieieiei. Ja, böse, böse gar nicht. Oh, der Orden der Lehrmeister vernichtet. Runde 136 und der Orden ist vernichtet. Teclis. Schwacher Magier. In feines Händen.
schwarze Pyramide des Nagash. Bis next, Skaven. Ja, sieht doch gut aus. Schon ein bisschen breit gemacht. Oh, was machst du mit dem? Rest now, yes, yes. Schätzelein holen, oder was? Stink of command. Oder zur Bluthalle. Ja. Oh, der Micha, ne? Der nimmt halt alles mit, so ein bisschen, was so auf dem Weg ist. Nett, er ganz gut. Malevolent Law. Mein gut, 10er Garnison. Und 17er Armee. Jetzt sind wir schon mal ein bisschen. Ich finde so, die Kampagnenkarte sieht hier an für sich ganz nett aus. Ihm besprühen, ja bitte. Nee, sie verkaufen. Wir haben ja immer noch hier Forschungsrate, ne? 7 Runden noch. Reicht. So, kommst du einmal da rum? Ja, kommst du, ne? Komm mal rum hier, Quick. Ja, keiner mehr auf den Keks mit seinen Technologie. Technologie stehlen ist ja auch nervig, ja. Ah, der Quick. Oh, 4% Nahrung brauchen wir nicht unbedingt. Immer die 4% Mathe ist doch schon mal nicht verkehrt. So, kriegst du wieder den schönen Talisman hier. Einmal rum. Kommen aber leider nicht weiter. Rang 16. Ja, jetzt haben wir eigentlich alles, ne? Lässt Seuchenmönche erscheinen. Das ist heftig. Einfach mir nichts, dir nichts, solchen Mönche. Ach, ja. Ja, bitte. Sieht's aus mit dem Ritual? Ja, dauert leider noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Ja. Dauert noch ein bisschen. Weißt du, wie es ist? Gutes braucht Zeit, mich. Also komm schon mal runter in die Schlangenküste. Muss mich ja erstmal einigermaßen positionieren, bevor ich hier sage, ich starte jetzt einfach mir nichts, hier nichts, das Ritual, ne? Kann ja auch relativ schnell nach hinten losgehen. Ich meine, wir können natürlich auch speichern, ich starte das Ritual und dann können wir ja sehen, was dann dabei rumkommt. Geht auch. Weil ich will erst den Dünenkönigreich-Typen platt haben. Der mich jetzt, denke ich mal. Ne, okay. Kämmerer hat sich drum gekümmert. Krieg beitreten gegen die. Nö. Lybaras, du stehst ja mit 3 Armeen davor. Wenn du dafür zu schwach bist, dann. Kalida, dann solltest du mal zu Germany's Next Topmodel gehen. 3 Armeen? Ja, mit 3 Armeen steht sie bei der Wache. Mit einem Hero-Titan? Ja. Na, Necro-Sphinx. Ganz mein Reden. Mit einer kämmerischen Füße. Genau das meine ich. So, damit ist er ja vernichtet, ne? Ja. Was? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt geht's nur noch runter auf 77? Der geht's jetzt nur noch auf 77 hoch. Oh Mann, 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 Mann. Da kann ja was werden mit Kemri. Am Anfang 134, das war ja noch super, das war total cool und klasse. Und jetzt auf einmal, jo. Ja, ne, ist halt doof. Ja, ist es. Ich meine, wenn Kemri mir den Krieg erklärt, dann, ja. Dann kann es nur lustig werden mit den Ritualen, ne? Also das ist ja ein bisschen Banane. Wenn wir militärischen Zugang nicht Angriffspakt. Handel könnten wir vielleicht mit dem noch schließen, wenn wir den nicht schon haben. Aber.
Nee, ich habe noch keinen Handel mit dem. Wäre halt jetzt möglich. Müssen wir mal gucken, ob er annimmt. Wird auch nochmal ein bisschen die Beziehung steigern. Aber gut, so viele Fraktionen sind ja gar nicht mehr da. Also von daher passt das ja schon. Der Michael wieder total angewöhnt. Ja, ist doch schön, wenn man so ein Handy hat, ne? Rang erhalten. Ja, das ist halt die Frage, was wir jetzt als nächstes mitnehmen mit dir. Also das ist halt... Nimm mal den bitte mit. Okay, Kemri, pass mal auf. Wie sieht's aus? Ein Handelsabkommen, obwohl ich unverlässlich bin, sag's aber ja. Ich komm gleich wieder. Gut, bitte? Ich komm gleich wieder. Ja. Das findet er gut, sagt er. Findet er gut. Also ich denke mal nicht, dass wir hier Gefahr laufen, dass Kemri jetzt so schnell zeitig den Krieg erklärt. Deswegen werden wir mal eben kurz, mir nichts hier nichts mit den Armeen nach unten juckeln. Die zwei werden wir hier oben stehen lassen. Müssen wir natürlich nur auch ein bisschen gucken, etwa die, soweit wie es geht, gedefft kriegen. Da mache ich mir schon ein bisschen mehr Sorgen. Ich meine, das Gold sieht noch ganz gut aus. Aber abwarten. Ja, hier müssen wir gucken, muss runter zur Schlangenküste. Ich weiß gar nicht, wo gehen wir mit dir hin? Zwei Armeen da haben, ist das schon nicht verkehrt. Dann kannst du eigentlich hier runter. Da müssen wir gleich mal schauen. Öffentliche Ordnung regeneriert Nahrung und Co. Können wir ja mal machen. Hat hier keine große Rolle. Ja, sollen wir es jetzt machen? Oder geht das in die Hose? Das ist halt die Frage, ne? Ich glaube... Now risk no fun. Das Ritual ist im Gange, mein Herr. Jo, ich sehe auch wenn sie zusammenarbeiten, wird die Vollendung eurer besten Adepten etwas Zeit kosten. Das war die Macht fatal. Des Rituals ist so groß, dass sich selbst der große Marschstrom unter seinem Einfluss verzerrt. Doch habt Acht, denn wenn der Marschstrom geschwächt ist, schlüpfen die Mächte des Chaos in diese Welt. Bereitet eure Verteidigungen vor, sie werden zweifellos von der Macht des Rituals angezogen werden. Nun gut, Ritual ist begonnen. Ritual der Reifung ist natürlich ziemlich cool. Sea-Energie, aber das ist halt, das wird uns sehr teuer hier zu stehen kommen. Das wird böse, das wird verdammt böse, da müssen wir mal gucken. Nee, dich kann ich ja gar nicht rausziehen, habe ich ganz vergessen. Lassen wir mal schön hier unten drinnen. Wir haben ja eben das Ritual gemacht, deswegen holen wir uns einfach noch eine Armee, wenn es geht dazu. 1 bis 6, 1 bis 6, 5 bis 10, scharfsinnig. Spielt keine große Rolle. Inspirierende Gegenwart. Respektiert und gefürchtet. Das ist wichtig. Und dann lässt er mal knacken. So, einmal hier. Was haben wir noch für Möglichkeiten hier zu rekrutieren? So ziemlich alles, ne? Alles. Ja, dann bleiben wir auch dabei. Wenn wir da schon alles kriegen, dann bitte den Ritus nochmal umändern für eine Runde. Ich glaube, da bringt nicht so viel, ne? Ich glaube, da bringt... Zumindest den Erlass umändern. Den Ritus. Da können wir halt gucken, wie wir vorankommen. Wie weit kommt ihr denn? Er steht alle hinter der Stadt. Da müssen wir mal schauen. Dass wir die Jungs aufgehalten bekommen. Dich werden wir aber noch ausbauen. Obwohl, nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. Haben wir nicht irgendwie Seereinheiten noch oder so? Ich habe jetzt nichts gesehen. Nicht, dass die doch noch kommen. Eieieiei. Okay. Hat
Das ist ja auch die große Problematik an der Malstromkampagne, dass die einfach irgendwo mittendrin spawnen. Ne? Dann sitzt du da, hast in dem Sinne deine Armeen außen zur Verteidigung und dann kommt da einfach mittig rein. Das ist halt so daneben. Das ist so ein Grund, warum die Malstromkampagne nicht unbedingt so toll ist. Klar, sie ist abwechslungsreich. Sie ist interessant. Aber das sind solche Sachen, darauf kannst du dich niemals vorbereiten. Und die Siedlung, die wir da jetzt haben, die relativ in der Nähe ist, die wird jetzt instant weggerissen. Das ist ja noch nicht mal Chance, dass du ansatzweise die irgendwie verteidigen kannst. Und so viele Armeen wie Siedlungen haben, geht natürlich nicht. Das weiß ja auch jeder. Das ist halt schon ein bisschen frech. Ja, der Micha ist gerade AFK. Ich denke mal, der kommt gleich wieder. Camry will was von dem. Aber genau das ist das halt, wo ich mir damals gesagt habe, okay, die Malstrom-Kampagne ist fein, die ist auch cool, wenn du sie einmal gespielt hast, aber dann reicht es auch. Ja, normalerweise. Mein Gumi Micha ist es natürlich jetzt doppelt gemoppelt lustig. Ich finde es halt nur schade, dass einer die Rituale ausführen kann und nicht, dass es wirklich im Koop so Tag-Team-mäßig ist. Dass nur eine Fraktion daran gebunden ist, das ist halt wirklich traurig. Aber ansonsten, alles okay, müssen wir halt jetzt durch. Dann werden wir halt schon ein paar Sachen verlieren. Und ich meine, 5 Armeen, das ist nicht wenig. 20er Stack-Armeen. Wir sind im 4. Ritual, das heißt, die müssten alle so um die, ich müsste jetzt lügen, 30 sein. Je nachdem, was dabei ist. Wir können ja direkt schon mal gucken, was haben wir denn dabei. Wir haben einen Magier dabei, wir haben 2 Magier dabei. Wenn nicht sogar 3. Ja, wir haben 3 Magier dabei. Wir haben sogar auch noch einer, ne? Wahnsinn. Wir haben 4-mal einen Chaos-Magier als Gegner. Das ist halt richtig grimmig. Und einen solchen Priester. Ah, das ist halt fies, ne? Was willst du da sagen? Das ist halt fies. Aber gut, gucken wir mal. Das werden wir auch noch packen. Ne? Stay positive. Das ist das vorletzte Ritual. Das vorletzte. Wenn wir das geschafft haben, da bin ich ja mal gespannt mit der Geschichte. 10 Runden müssen wir ja noch durchhalten. Also normalerweise sollten sie hier oben im Norden es in Ruhe lassen, aber ich glaube, die sind so nah schon dran. Die werden jetzt hier... Es ist halt schwer vorherzusagen. Ich glaube, sie werden... Welchen Weg werden sie gehen? Ich glaube, Richtung Süden oder halt Richtung Tempel der Schädel. Müssen wir mal gucken. Reißen halt auf ihrem Weg alles nieder. Wenn wir Glück haben, kommen sie Richtung Süden. Haben wir immerhin die Möglichkeit, sie abzufangen. Das sollte machbar sein. Dann können wir uns ganz gut aufstellen. Und Camry auf 92 verbessern wir uns. Jetzt sind enge Freunde. Mache ich mir halt wirklich Sorgen, dass halt, wo ich Krokgar gespielt habe, die Echsenmenschen in der Kampagne, da hatte ich dann irgendwann auch das Problem, dass Camry meinem Krokgar den Krieg erklärt hat. Und da war ich dann auch mitten, ich glaube, es war sogar auch hier der 3. oder 4. Ritual und das auch sehr schwer. Das war, da hatte ich erstmal einiges an Land verloren. Ich würde es, wenn es geht, mit Clan Moors vermeiden wollen. Ich denke mal, wir sollten das schon irgendwie einigermaßen überleben können. Also ich meine, wir machen 6.700 plus die Runde. Wir haben 10.000 Gold. Das heißt auch, wenn jetzt die Interventionsstreitkräfte kommen von den anderen Fraktionen, sollte das dennoch gut klappen. Und wir machen nochmal ordentlich Gold da drauf.
Deswegen, das war ja eigentlich meine Absicht, ich das Ritual starte, weil die ganzen Gefechte, die geben ja gut Gold. Also ich denke mal nur alleine mit den 5 Armeen, 25k. Ja, WB. Geht mir doch nicht alle auf den Sack hier, Mann. Ja, Micha, du bist begehrt. So, gucken wir mal, was das Chaos macht. Ja, bleibt das mit. Wir haben sogar eine Mauer, ne? Hm. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Aus ganz strategischen Gründen. Das werden wir verteidigen. So gut wie es geht. Nein, das Ding ist, ich habe 6-mal kleine Ratten aus der Tiefe und ich will ihm Zeug da platt machen. Nun gut, wir haben Gossenläufer, wir haben Schattenläufer, wir haben Schleuderer. Schleuderer können schon mal hier rüberkommen, die Schattenläufer kommen hier direkt runter. So, die Schleuderer bitte hier oben hin. Da müssen wir mal gucken, er ist ja relativ gut aufgestellt. Kann ihn mal lassen. Müssen wir ihn ja lassen. Die Tore wird er relativ schnell zerschlagen. Jetzt kann ich, was er vorhat, ob er jetzt halt... Ob er durch die Tore will oder halt eher nicht. Halt die Frage. So, mal schauen. Ah, da hat er nur die Riesen. Da wird er durch die Tore versuchen durchzukommen. Aber das geht eigentlich auch ganz gut hier. Gut, wir müssen auf Zeit spielen. Hinten hatte ich auch noch was stehen. Was haben wir denn? Ach ja, gut. Wie weit kommst du denn? Okay, das ist jetzt nicht so weit, ne? Ich muss ja bitte hier nach vorne. So. Und die Rattenoger holst du mal mit vorne ans Tor. Tja. Das sieht ja fast aus wie Skavenblight, ne? Bloß in humanoider Form hier. Bin ich mit allem drum und dran. Ah, meine Hübschen. Eieiei. Zahnarzt würde ich auch ganz gut tun. Ja, da müssen wir mal schauen. Da müssen wir gut einiges am Beschuss aushalten. Das ist nicht mit der Verstärkung. Er bleibt hinten halt stehen. Oh. Ich hoffe, ihr haltet wenigstens einigermaßen durch. Ich kriege gar nicht ins Visier. Das ist halt auch super. Kriegen wir aber nicht durch, ne? Ja, die haben noch einfach zu viel Leben. So direkt weg. Okay. Gut, dann müssen wir mal gucken. Wo kommt er denn gerade hoch? Hier mal ein paar Clanraten. Ist natürlich ein bisschen scheußlich gegenüber den Jungen. Aber so ist es halt. Wir hoffen, dass sie lange durchhalten. Ja, hier haben wir auch nochmal Clanratten. Der schickt uns außer Kuchen mit 2 Handwaffen. Ist genauso tödlich. Entgegen. Hier sieht es noch relativ ruhig aus, ne? Eine Einheit wurde ausgelöscht, ja, ja. Ich meine, wenn er so banan ist, dann müssten wir eigentlich mal gucken. Aber hier nicht direkt, noch ein paar Einheiten reinschicken. So, du kannst auch gerne mal dort, ne? Tor, wie sieht's aus? 60%. Ja, das wird böse. Das wird böse.